Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu DayZ Origins. Ja, es ist ja Nacht hier. Wir haben circa 13 Uhr oder Viertel nach 1 und ja, die Zombies sind schon da. Wie man sieht, ich möchte mal wegen den Benzinkanistern auch mal hier nachschauen, weil hier ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Benzinkanister spawnen. Schau mal. Also einen brauchen wir noch. Einen. So, der ist hin. Aber dafür haben es die anderen gehört. Naja, na gut. Jo. Schauen wir mal, ob wir was finden. Wer führt die Liste an? Oh, da waren einige online. Hackespitze 1:3 sehe ich gerade. Hallo Leute, wer ist da hier drin? Also, schauen wir uns mal die Liste an. Erster Platz wir, zweiter Platz Jenny, der ist ja online. Igor, dritter Bobzilla, der ist auch online jetzt. Hackespitze 1:3 war auch wieder da, fünfter Platz. Dann kommt George Smith und ich glaube, den habe ich mal gesehen, weiß ich gar nicht mal. Und Grillmeister. Naja, waren noch einige da. Aber wahrscheinlich auch, wenn nur kurz. Fieser Ruckler jetzt gerade gewesen. Und wir haben zwei Dinger, zwei dieser Taschen. Eine davon ist, glaube ich, da kommt jetzt einer. So. Dann haben wir einen Tank, Kraftstoff-Dingsbums. So, Kraftstofftank. So, und wir haben hier einen Zementmixer. Da ist ein Zombie. Naja, nicht so, nicht getroffen, schlecht. Da ist noch ein Zementmixer. Und hier ist ein Zombie. Und wir laufen weiter. Schauen wir mal, ob da hier was ist. Mir ist manchmal auch was. Also ich meine hier. Hier drauf, aber da ist nichts. Gut. Lauf. Ah genau, wir auch mal in Richtung Dings, in Richtung Lebensmittelladen. Schauen wir da mal an, was da was gibt. Boah. Kleiner Ruckler. So. Na, wo sind die Zombies? Da, hinter uns. Hinter uns ist ein Will hier. Können wir auch mal wieder was zum Essen holen. Auch schon lange mal mit dem Lebensmittelladen. Haben alles aus den Häusern genommen. So, hoppala. Vorher habe ich mir ein bisschen Fußball-Talk angeschaut. Auf YouTube über, also links Sport 1. Da war das Thema unter anderem, also dass die deutschen Fußballclubs beziehungsweise die deutsche Liga so wenig investiert hat, am wenigsten. Also sechster Platz beziehungsweise Spanien, England, Frankreich, Italien haben mehr investiert als die deutsche Liga. Na gut, ja, sagen wir mal so, das Verhältnis, ja. Gut, wenn Bayern halt nicht investiert hat, nicht so viel investiert hat. Ah, Junge, Junge, Junge. Der hat mich durch die Tür hier geschlagen. Meine Güte. Das kriegst du zurück. Hier bin ich. Na, und bist du? Ne, ist wohl hier rein. Ah, der packt hier. Meint ihr, wir kriegen ihn so? Ja. So. So, mein Auge juckt irgendwie. Los. So, gehen wir mal hier raus. Wir können ja da drüben hin, da gibt es ja auch. Viel haben wir ja uns hochgelevelt in der anderen, im anderen Hafen da. Bei den anderen Lagerhäusern. Da gibt es was zu trinken. Und ein Salami-Sandwich. Sehr schön. Verbrauchen wir gleich mal was. Und da hier gibt es auch Dose Bohnen. Ist die eigentlich geöffnet? Eigentlich müssten die doch... Nee, die sind nicht geöffnet. Okay. Nehmen wir doch gleich mal mit.
Ein Riegel. Riegel nehmen wir mit. So. Und dann geht's mal gleich weiter. Ja gut, ich meine, aber wie gesagt, im Fußball-Talk wurde darüber diskutiert, hier, ja. Deutsche Liga ist schwach geworden und so weiter, bla bla. Klar, die Weltmeisterschaft war eine Katastrophe, bla bla, ausgeschieden, früh ausgeschieden. Und dann blinkt ja auch über die Liga, die ist auch so schlecht. Naja, also ich finde die Liga gar nicht mal so schlecht. Und die Clubs können auch durchaus in den europäischen Wettbewerben weiterkommen. Wir hatten ja durchaus vor 5 Jahren Clubs wie Hannover, wie die im Halbfinale der Europa League ausgeschieden sind, gegen Atletico Madrid, keinen geringeren. Ich meine, das war schon ein Erfolg. Und in der Champions League sind Schalke, Dortmund sehr weit gekommen in den letzten Jahren. Also, gut, aus den letzten 2 Jahren, da war Schalke und Leverkusen nicht gerade international vertreten. Dadurch andere Clubs wie Leipzig oder Hoffenheim oder Hertha BSC Berlin oder Eintracht Frankfurt. Oder Mainz, die es nie über die K.O.-Phase geschafft haben, in die Gruppe die Mainzer. Aber gut, sagen wir so. Klar, Geld ist nicht so viel da wie bei den englischen Clubs. Aber dafür sind die englischen Teams auch nicht so der Burner. Was die da ausgeben für Gelder und was die da europäisch da leisten sollen. Klar, Manchester City ist weitergekommen vielleicht in der Champions League, aber den Titel, den hat ja auch 2012 Chelsea geholt. Also das war auch schon lange her. Oh ja, das zu Fußball, also da sehe ich das nicht so kritisch. Die deutschen Mannschaften, die sind diese Saison auch, haben zwar nicht sehr viel investiert, aber klar, Gladbach hat einen Rekordtransfer gemacht, aber trotzdem, das wird schon. Da geht's wieder aufwärts. Irgendwann muss halt ein kleiner Tiefpunkt kommen, aber oh, guck mal da, hier, Verstärkungsmaterial. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Dann wiegen wir wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und ich komme da die Zombies nicht rein. Aber ein Benzinkanister haben wir immer noch nicht gefunden. Das dauert halt immer noch. So. Und was ist hier? Ein Reifen und ja, ein Glas und ein Dingsbums, ein was war denn da hier? Metall. So, ja, wie gesagt, da hier ist also nichts. Wir gehen mal hier weiter. Gezockt habe ich gestern, ja genau, ich habe ja auf der Xbox One gibt es ja jetzt im September im Game Pass ist ja Quantum Break enthalten, ne? Angeblich eine Serie gewesen oder so, ich weiß auch nicht mehr. Also in jedem Fall als Spiel für die Xbox exklusiv. Nein, gibt es auf PC, glaube ich, auf Steam gibt es, glaube ich, weiß nicht, bin mir nicht sicher. Ich meine, eine gute Geschichte eigentlich. Ja, ist halt ein Shooter, ein Third-Person-Shooter, aber ja, die Gegnervielfalt ist nicht so brenzlig, aber nicht so vielfältig. Aber das war ja bei Max Payne auch nicht und das ist ja auch derselbe Entwickler, also Remedy, glaube ich, wie bei Max Payne. Und man kann da auch die Zeit verlangsamen, also hat schon was von Max Payne. Aber trotzdem, die Videos sind, also die Szenen sind klasse gemacht, wie so eine richtige Serie. Gibt es auch zwischen den Akten, wie bei Max Payne. Zwischen den Akten gibt es aber hier echte Serienvideos. Man kann die Story beeinflussen. Also man kann 2 verschiedene Wege gehen. Also zweites Mal durchspielen lohnt sich durchaus. Ist das eigentlich Ivan? Ich glaube, das ist doch Ivan, oder? Ja, das ist Ivan. Co, gefährlicher Ivan. Ich habe auch gleich. Jetzt ist er tot. Jetzt kommen die anderen. Da müssen wir natürlich ein bisschen leise jetzt vorgehen. Und ja. Ah, da hätte mich ja fast einer umrundet.
So. Schau mal rein, was der Ivan dabei hatte. Na komm. Okay, Burgstauer und einmal nicht benutzter Dingsbums. Wo seid ihr denn hier? Aber immer noch haben wir keine Benzinkanister gefunden. Das ist schon ein bisschen traurig. Komm mal her, Zombies. Langsam seid ihr aber ganz schön nervig hier. Drüben ist noch einer. So. Waren das jetzt alle? Ja. Also hier nochmal die Liste. Chani und Bobzilla sind da. Anwesend. Und Bobzilla hat uns ja schon mal erklärt, was sein Name bedeutet, beziehungsweise was sich das zusammensetzt. Das war, keine Ahnung, vor 20, 30 Folgen vielleicht. Weiß nicht mehr genau. So. Und Jenny ist ja wie gesagt seit Staffel 1 dabei. Ja, ist er aber auch später zu Staffel 4 gekommen, oder? Aber er war schon seit Anfang an dabei, wo wir angefangen haben hier. Also nicht hier, sondern auf dem anderen, letzten Server. Wo Victor da war, Joker, Chris und Co. So. So, was machen wir jetzt hier? Es gibt einfach keine Benzinkanister für uns. Gehen wir wieder zurück. Lala. So, Leute. Hier rausschleichen. Wenn es geht. Und tschüss, ihr Deppen. So. Würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.